Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Wine, und es wird ja auch ziemlich sicher die letzte Folge dieses Let's Play sein. Wie bereits angekündigt, ich habe offscreen noch ganz kurz über einen Hansebasen gemacht. Das war jetzt nicht so wirklich etwas Aufregendes, deswegen war es gar nicht mal so schlecht, das offscreen zu erledigen. Und nun können wir uns noch um einen schönen und versöhnlichen Abschluss dieses Let's Plays bemühen. Machen wir ganz kurz noch etwas Tag, dann tun wir so geiler. So, ihr seht, wir haben bereits Stufe 54. Und dadurch können wir natürlich auch noch ein bisschen was noch verbessern. Mal gucken, sind wir am Aufräumen. Ja, ja, da ist ja nichts Neues, so, nach der Hauptstory. Da war klar, dass gewisse Quests hier irgendwie nicht mehr machbar sind, wir deswegen relativ früh alle anderen gemacht haben. Jo. Und jetzt also, wieder zu Diensten. Schließen wir mal noch diese Quest hier. Das ist nämlich immer noch möglich. Genau, einfach hier reingehen. Von Notre Dame. Sei gegrüßt, Ritter. Nimm meinen aufrichtigen Dank, Herr, sowie diese Kompensation für deinen Aufwand. Holy, holy. Ich bin bereits gezockt mit ihm. Na denn, bist... Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Ja, du mich auch. Neuer Gegenstand, genau, für unser trautes Heimglück allein. Nochmal ein Schild. Zum Aufhängen, vermutlich, keine Ahnung, mal gucken. Gut, zum Schluss, ich hätte noch immer gern zum Meisterschmied. War es der? Ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte natürlich sein. Mal bin ich doof. Ich weiß, dass der direkt vom unteren... Ja, doch, müsste... Oder was, der hier oben? Ja, der war's. Großmeisterschmied. Hm. Wird ja auch ziemlich deutlich da beschrieben. Oh, der Hexer. Ja. Hm. Okay, ein toller Start, aber ich flamme mich immer noch ein bisschen. Das ist schon... Ja, traurig. Vor allem, wenn ich hier falsch umgehe. Entschuldigung! War keine Absicht. Nicht wirklich. Pass auf, wo du hingehst. Was? Rotzlöffel? Wie alt bin ich? 12? Wo sind deine Manieren? Unser Befreier! Gerald von Riva! Der Schlechte von Blaviken! Der Schlechte des Biests von Beauclair! Alter, wirklich schon viele Namen. Der Weiße Wolf! Eine Bitte der anderen. Sei gegrüßt! Was suche? Die ist fertig, ich hab... Also, du hast schon alles gemacht? Würdest du... Natürlich. Also, es muss ein bisschen was loswerden. Also, erstmal natürlich reparieren alles. Das ist schon teuer genug. Jetzt bei den Sachen ist halt die Frage. Vielleicht zerlegen das Ganze? Dunkelstahlbaren. Was in den letzten Folgen alles angehäuft haben, es ist einfach nicht sehr viel wert. Eukalkum, Erz, Dunkeleisenbaren, das... Warte, was? Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Moment mal, warum wollte ich jetzt gerade die Mantiqua-Handschuhe verkaufen? Bin ich doof? Ist aber nicht an. Aha! Dann haben sie gerade geswitcht. Da hat er mir schon, ey. Ist doch etwas ein bisschen seltsam. Aber gut, jetzt stimmt's wieder. Ach, stimmt, ich wollte ja noch Runen draufzahlen, aber ganz vergessen. Wieso? Oh, nein, das ist falsch, das ist falsch. Ich war. Natürlich. Gut. Wir haben gesehen, der Rest bringt nicht viel, also verkaufen, weil wir kriegen dafür Tusse Ritter Stahlschwert. Ja, wir kriegen dafür also noch ein bisschen etwas. Pfeile kann ich nicht verkaufen. Schade, was soll's. Dann kommen die natürlich noch weg. Zack, zack. So, jetzt mal Raum sammeln. Tusarita-Handschuhe kommen auch weg. Wunderprächtig. Jetzt Handwerk. Schauen wir ganz kurz zum Gucken. Für ein Großmeister-Ding muss ich doch alles andere noch machen, wa? Genau, die Großmeister-Wolfshandschuhe, die wollte ich ja dann bei New Game Plus noch zeigen. Stimmt, das war's so. Und der Rest eigentlich auch noch.
Das eigentlich mehr zum großen Abschluss. Kriege ich das irgendwie jetzt noch hin? Weil offenbar. Hä? Oh, falsch. So Geld haben wir gar nicht mal so schlecht, war Großmeister Wolfshandschuhe. Ja, wir haben genug Zeit, von dem her ist das gar kein Problem. Großmeister Wolfshose, da fehlen Zutaten, das war zu erwarten. Ich muss uns ja mehr oder nicht noch irgendwie die alten Dinger brauchen. Also sprich die oh, alten Ausrüstungen. Sind noch teuer, wa? Ja, ich mach's sowieso ein bisschen grad, zu vorschnell, aber im Prinzip, ja. Großmeister Wolfsrüstung. Ob das selber herstellen kann, sich irgendwie, ja, wenn ich es irgendwie zerlege, vielleicht, wa? Mit dem ganzen. Der hat so etwas. Oder doch? Oh ne, ist was anderes, wa? Nein, das will ich herstellen ein bisschen schwieriger. Mehr Zeit lassen sollen, wa? Weil es im Prinzip, ja, vielleicht die Holzschuhe ist vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist gerade gesehen, dass ich einfach mal so wild drauf gedrückt habe, von wegen, ja, kaufen, 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 und auf den Preis geachtet habe. Weil natürlich ein Teil davon sicher hätte viel günstiger erlangen können. Hä? Weißt du doch. Wenn man ganz kurz, bin ich jetzt doof? Angereicherter Schleimlinghaut. Hä? Aber doch hier. Gegärtes, da kann ich kaufen, das ist jetzt nicht so teuer, das könnte man, na, wobei herstellen natürlich nachher noch, wa? Nicht genügend Münzen, ja eben, das kommt nur, wenn man einfach mal wild drauf drückt und sich denkt, ja, ich habe genug Geld und plötzlich, oh, ja, doch nicht so viel, hä, scheiße. Gut. Brauche ich die eigentlich schon, wobei, da gibt es die Waffen, wa? Das sind vielleicht ein, zwei Waffen, aber eigentlich nicht so viele. Also ich halte auf ein Exemplar noch runter und dann ein bisschen besser auf den Preis achten. Mensch, es gibt Michael, spielst du das Spiel heute zum ersten Mal oder was? Ja. Kann man teilweise schon denken, wa? Ja, es geht gerade ganz knapp. Trotzdem fehlt natürlich noch relativ viel. Silberschwert brauchen wir sowieso nicht, weil wir Aerondit haben. Stallwaffe. Da natürlich schon, dann müssen wir fast schon meine alte wieder verkaufen. Wobei, hierfür gilt es sowieso nicht, wa? Wir haben ja ein Wolfstahlschwert, ja, überlegen, überlegen es. Meistergefertigtes Wolfstahlschwert, das haben wir ohnehin noch in einer Truhe rumliegen. Ah ne, aber aufgehängt, war. Ah, Großmeister, ja, hier. Ja, ist teuer, ist teuer. Ne, komm, dann lassen wir es wirklich so, wie ich es vorher gesagt habe, also das halt alles noch bei New Game Plus noch nachholen. Handkäse, Rundstein, sonst schlecht. Und dann geht das schon irgendwie. So. Trotzdem mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie es aussehen könnte. Ja, mit Wolfie. Ich meine, ja, doch, ist ein bisschen anders. War gerade eine Kragenweite. Ansonsten eigentlich wie vorher, also in dem her. Gut, Fernmittel.
Riskieren? Ja, nein, ist so die Frage. Ich meine, wir haben 4 Stück. Wenn man ganz ehrlich, es sieht schon beschissen aus, wenn man so sagen darf. Es sieht schwarz aus. Ja, um nichts war. Blau! Was sind noch nicht nur 3? War ja eigentlich der weiße Wolf, aber türkise Rüstung. Ja, rosa, genau, nee, da kann man nie mehr raustrauen. Orange sieht ganz, das sieht beschissen aus. Eine braune Rüstung, ja, voll gekackt, sehr gut. Eine gelbe Rüstung, ja, ist natürlich überhaupt nicht auffällig. Grün wegen Manticore, wa? Ja, da könnte man sich etwas Grünes noch überlegen. Ganz kein Unterschied, das ganze Design, wa? Die Stiefel. Wobei, wer eigentlich die wegen Manticore, wa? Die Handschuhe grau. Blau, weißt du, was darf ich, das passt irgendwie nicht zum Manticore, wie ich finde. Schwarz ist ein bisschen, ja, sehr oberkrass. Vielleicht ein bisschen lila. Nee. Ich meine, wie gesagt, ich bin Hexe, also darf nicht so auffällig sein. Da liegen wir Marge. Ich finde einfach nichts für den Oberkörper, was irgendwie. Ja, kackbraun, schön. Ja, gut, machen wir es auch kackbraun, meine Fresse. Ich finde sonst echt nichts irgendwie originelleres. Die Handschuhe können wir noch grau machen. Ja. Ja, ist besser. Machen wir es braun. Ist das zwar weg, aber ist auch egal. Also, kann man machen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der erstbeste Hingucker. Das würde ich doch noch unterstreichen, dass nicht der erstbeste Hingucker ist, aber. Vielleicht so noch, war? Wäre ein schöner Kontrast. Jetzt haben wir braun. Jetzt haben wir grün, wa? Grün und braun. Grün und braun, Manticore ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, Freunde, wenn wir hier sind. Alles klar, wie sieht es jetzt nochmal aus? Was habe ich jetzt noch vor? Erstmal mache ich noch einen Friseur. Wo hat es hier irgendwie ein Barbier? Das ist ein Tavernenwirt, das ist nicht ganz das gleiche. Na komm, muss ich also nochmal Norden. Wegen Runen zum Kuppen, wa? Ja, weil wenn ich ja schon abschließen, soll es auch ein bisschen stilvoll sein, ne, ist klar. Herzogtum Tusse! Warte, war hier, war? Weißgarten. Nein, nicht Weißgarten. Bin wahnsinnig. Doch, ja, Gebiet Novigrad. Du. Und zwar war der hier. Schnellreise vor allem. Für eine Vermittel, um die Farbe einer Hexausrüstung zu ändern. Zu kackbraun wohlgemerkt. Nee. Du kannst Schwierigkeitsstufe im Optionsmenü ändern. Zurück in den Norden. Da war da hinten, stimmt ja. Also, war schon lange nicht mehr hier. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Ja, du mich auch. Verbessert Werkzeug. Würdest du mir etwas anfertigen?
Ja. Also, ich meine, es wäre sicher gar nicht mal so verkehrt, wenn ich denn noch... Was? Was größte Fassung hinzufügen? Fassung 0 von 3. Ich kann eine Fassung hinzufügen. Alter, ey, und ich nochmal 3 draufpacken. Ja, leg mich am Arsch. Hundschmied anfängen, ich muss auch noch upgraden. Ich habe zu wenig Kohle generell halt. Der hat zwar die Dinger genug, natürlich aber sowieso jetzt die ganze Kohle schon rausgeschmissen. Die Rüstung, die wir eh nicht tragen. Das war geil, Mike. Das war genial. Naja. Danke. Aber man sieht das, was ich vorhin noch irgendwie übersehen habe. Alter, die Rüstung ohne mittlerweile. Mein Papa ist ja voll in Kackbraun. Nee. Also irgendwie, ich dachte, Ursprung wäre vielleicht noch geil, aber ich habe mich geirrt. Ich mache den Ursprung. Sorry Leute, aber wenn da jetzt irgendwie, ja, die Farbe umsonst weiter verwendet habe. Was soll's. So, Farbe wieder weg. Geil. Und wir gehen nochmal zurück nach Toussaint. So, ganz kurz gucken, wo ich jetzt. Ah, genau, zum Barbier noch ganz schnell. Weil, wie gesagt, wenn man hier die Story abschließt, dann müssen wir gut aussehen. Gut aussehen für den Abschluss, das muss sein. So, da sind wir auch schon. Turniergelände. Und dann wird es, denke ich, endlich Zeit für den epischen Abschluss dieser Trilogie. Naja, Ingame-Trilogie, wenn man so will. The Witcher 3 Trilogie im Prinzip war mit Wild Hunt, Hearts of Stone, Blut und Wein. Alle unsere Entscheidungen, die werden hier noch zusammenführen und uns eine epische Schlussszene präsentieren. Willkommen, Herr Geert. Ich brauche ein bisschen. So, sehr gut. Machen wir typische Hexenmontur, die ich ursprünglich noch hatte. Jo, Geralt ist back. Ich habe keine Zeit. Billig und wirksam. Viel Glück auf dem. Das war dein Motto, war billig und wirksam. Okay, das klingt noch ein bisschen doof. Gut. So, schon nicht allzu weit. Dann mal ganz kurz nachgucken, Leute. Die Hauptquest, das ist klar. Nebenquest, die ist sowieso eine Endlos-Quest, die geht nie vorbei. Die mit Quint aber gesagt, mal bei New Game Plus dann, wenn es soweit ist. Textaufträge haben nichts mehr. Das aber jetzt keinen Bock mehr, weil ja, da geht's ja tauchen, Touren ausplündern, fertig oder sonst irgendeine Tour ausplündern. Auch nicht unbedingt so episch, wie ich finde. Aber was jetzt folgt, ist dafür umso epischer. Los, los! Du. Bitte, kannst du mal da durchgehen? Dankeschön. Reiten wir nach Hause. Und sei es noch so bescheiden. Jo, dort finden wir auch das Geschenk, das uns Regis noch hinterlassen hat. Hat er gesagt, was auf unserem Nachttisch hinterlassen, dahingelegt. Und das wäre halt, ich denke vor allem, da wir mal halt Blut und Wein während dem Abenteuer von Wild Hunt zocken würde. Also sprich, noch bevor man Ciri und so weiter retten würde, vor der Kampf gegen Wilde Jagd, wäre es vor allem noch hilfreich, weil jetzt zu unserem aktuellen Zeitpunkt, ja, ich meine, wir haben alles getan. Alles Epische, vor allem vielleicht hier und da noch eine Quest, okay, aber ja. Notwendigkeit ist dann eine andere Frage. Da muss mein Charakter überhaupt gerade lang. Beweg dich! Unser Weingut, von außen immer noch ein bisschen wie. Sieht aus wie sonst was, aber okay. Ja, pass doch auf. Jo, plötzlich stell dich mal hier ab. Und wir betreten unser Zuhause hier im Süden. Bis hierhin sieht alles normal aus, wohlgemerkt. Geh nach Hause, mhm. Du hast uns doch vom Biest befreit. Vielleicht kannst du mich auch von meinem Hexenschuss befreien. Guten Tag. Ja, würde ich gerne, weiß aber nicht wie. Da habe ich an mir leider eine falsche Adresse. Also Schwerter schleifen, nö, ist nicht mehr nötig. Geh mir nach Hause, Freunde. Ich habe eine Tochter. Wow. Weißt, und Mathilda, langsam in Tut mir leid, ich bin bereits vergeben.
Was macht er hier draußen? Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Persönlich. Ich dachte, du wärst in Kovir. Ich war es leid, auf dich zu warten. Da beschloss ich einen Abstecher nach Toussaint. Die Sonne genießen und sehen, wie es hier so steht. Du hast gesagt, es ginge ganz schnell. Hier ist zum Glück bald alles fertig und wir können nach Norden gehen. Hoffentlich ist es dir recht, dass ich einfach so aufgetaucht bin. Stimmt. Ich war nicht immer von Überraschungen begeistert. Erinnern mich an die Arbeit. Das Gesetz der Überraschung. Überraschungskinder. Aber ich habe es mir überlegt. Überraschungen können auch angenehm sein. Sehr angenehm sogar. Gehen wir nach draußen. Ich zeig dir ein lauschiges Plätzchen. Das wirst du lieben. Das ist ja mal eine Überraschung, Freunde, wa? Ja, denn es ist ja so, wie bereits, wir wissen, Wild Hunter haben wir uns für Triss entschieden. Und daher ist Triss hier, hätten wir uns für Yennefer entschieden, wäre Yennefer hier. Hätten wir uns, muss ganz kurz überlegen, hätten wir uns für keine von beiden entschieden oder hätten wir es mit beiden versucht? Ja, die Option gibt es ja auch, also mit beiden irgendwie, anmecheln, versuchen und es geht natürlich dann schief, ist klar. Dann wäre hingegen Ciri hier. Aber Ciri taucht hier nur auf, wenn sie überlebt. Also entweder wenn sie Kaiserin wurde oder Hexerin. Wenn wir allerdings weder mit Triss noch mit Yennefer eine Romanze haben und Ciri auch nicht überlebt hat, dann wartet hier, da könnte es sein, genau, wir haben bereits gesehen, als uns aus dem Gefängnis geholt hat, nämlich Rittersporn. Diese quasi Enden gibt es hier. Natürlich ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn man das Ganze noch vor Hearts of Stone oder vor allem natürlich vor Wild Hunt zocken würde. Wer wird dann hier auf einen warten? Vielleicht keiner? Vielleicht wird die Quest erst am Schluss erscheinen? Wer weiß, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, wir können es immer noch herausfinden, wa? Aber jetzt erstmal also die Gespräche mit Triss. Wie steht es in Kovir? Bemerkenswert fade und vorhersehbar. Bei den Ratstreffen geht es vorwiegend um Handelsfragen. Zölle, Lagervorschriften und so weiter. Fehlt dir die Aufregung? Du kennst doch das Sprichwort der Ophiri. Mögest du in interessanten Zeiten leben. Tja, das habe ich getan. Und jetzt kann ich ein bisschen Ruhe vertragen. Den anderen Magiern, die aus Novigrad entkommen sind, geht es genauso. Du würdest sie nicht wiedererkennen. Gar keine Verschwörungen und Intrigen mehr. Sie sitzen einfach an der Arbeit, zum Besten des Königreichs. Manchmal denke ich, das ist alles zu hübsch, um wahr zu sein. Dass bald etwas geschieht, noch ein Krieg oder sonst etwas Hässliches. Aber jetzt ist es schön so. Und noch schöner wird es, wenn du deine Geschäfte hier erledigt hast und zu mir kommst. Tja, man weiß nie. Ich meine, im Prinzip, jetzt bei diesem Ende haben wir M hier vor Imreis, die weiße Flamme, und da ist natürlich das Problem. Da könnte sich theoretisch überlegen, nach Norden, nach Temerien, könnte natürlich noch weiter hochgehen und dann noch den Rest da Kovir Povis erobern wollen. Oder hat er gar keinen Bock drauf, wegen, ja, ist er nicht gerade irgendwie doch ein bisschen entlegen und so weiter, oder ist er noch in die skellige Inseln, da hat er sich auch noch nicht getraut, die zu erobern. Und versucht zu wagen, von dem her, ja, ist doch schwierig. Aber ist ein anderes Thema. Na, wie gefällt dir mein Weingut? Das kannst du dir doch denken. Sehr gut. Das Haus ist groß, aber nicht protzig. Und es ist schön gelegen. Ideal für romantische Kurzurlaube. Ich habe es gerade etwas verschönern lassen.
War ganz schön teuer, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es sind schon junge Bäume und Blumen in den Beeten gepflanzt, aber irgendwas fehlt noch. Ein Heckenlabyrinth wäre doch was. Mit einer Statue in der Mitte. Repräsentativ und nackt. Ach, Geralt, fang nicht damit an. Der Wein ist mir damals so schnell zu Kopf gestiegen. Ich will dich nicht necken. Ich schwelge in Erinnerung. Dieser Abend war magisch. Und du sahst in dem Kleid einfach umwerfend aus. Ich hab es dabei. Ich könnte es ja abends mal anziehen. Und wir essen draußen bei Kerzenschein und Zikadenmusik. Ich kann's kaum erwarten. Ich ebenso wenig. Wetten, wäre Yennefer hier, würde irgendetwas bezüglich Einhorn kommen, wa? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Wie hast du mich gefunden? Kovir ist weit. Ich habe meine Mittel, Geralt. Hydromantie zum Beispiel. Ach ja, richtig. Und was wird aus uns? Was hast du im Wasser gesehen? Dass Soltan einzieht. Das ist hoffentlich ein Witz. Entspann dich. Soweit ich weiß, hat er sich in Novigrad niedergelassen und plant keine Umzüge. Aber im Ernst, ich habe ein paar Fetzen unserer Zukunft gesehen. Ich möchte sie aber nicht beschreiben. Wieso nicht? Weil du sagtest, dass du angenehme Überraschungen doch magst. Das klingt mir doch nach einem Insider, beziehungsweise, wieso Insider? Nach einem Easter Egg für Witcher 4. Ich meine, Geralt soll zwar nicht mehr die Hauptperson sein, aber wenn man dort eine Rolle einnimmt, wie jetzt hier zum Beispiel Ciri eingenommen hat, warum nicht? Du bist zum ersten Mal in Toussaint, stimmt's? Soll ich dir die Gegend zeigen? Tut mir leid. Ich hab schon was vor. Ach, was denn? Ich lege mich in die Sonne und rühre mich kein Stück. Oh, das ist ein voller Zeitplan. Übertreibst du es nicht ein bisschen? Ich will das Wetter hier genießen, so gut ich kann, bevor ich in den Norden zurückkehre. Du kennst den Witz darüber, woran man in Kovir den Sommer erkennt? Der Regen ist nicht gar so kalt. Das ist leider nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ach, ich hätte dir das nicht sagen sollen. Jetzt überlegst du es dir und kommst doch nicht zu mir. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Ich mir auch weniger. Kann ich dich einen Augenblick alleine lassen? Aber nur einen Moment. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sei es noch so bescheiden, Freunde, das Spiel ist gemeistert. Wir haben soweit, wenn man möchte, das Wichtigste sich mal gemacht und gezeigt. Wir haben ziemlich viel rausgefunden, erprobt. Ein paar Mal müssen auf die Fresse geflogen, wenn es natürlich auch sein sollte. Jetzt werde ich noch ganz kurz den Schild noch aufhängen. Das wollte ich irgendwo noch machen, frage mich gar nicht wo. Da oben, geht das überhaupt? Ich hatte doch ein Schild noch. Hä? Schwören können, der Schild, den ich bekommen habe. Ja, wohl kaum verkauft, oder? Vielleicht doch, oder bin ich nur gerade zu doof? Nö, ich glaube, ich bin auch nur zu doof, den zu finden. Naja, also man sieht, da oben fehlt noch irgendetwas, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich noch irgendwo eine Quest übersehen oder eine Mini-Quest, die man irgendwie dran vorbeireiten muss, damit sie erscheint und deswegen haben sie ihn nicht geschafft, keine Ahnung. Aber hier drin nichts mehr. Ja, gut, jetzt natürlich noch, das Geschenk von Regis. Brief von Regis. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit fort von Toussaint und du hast meine Mutagen... Was? Das ist ein Tippfehler. Also entweder heißt das Mutagen-Generator oder Mutagen-Erator. Mutagen-Generator. Ja, okay, natürlich auch so.
meinen Mutagenerator gefunden. Du kannst ihn so mehr natürlich nennen, wie du willst. Vielleicht etwas Inhalt oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass ein Wissen im Mutagen das meine weitem übersteigt. Ich habe meine Freiheit in diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig und ich bin von seiner Funktionalität überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat. Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert der Mutagen-Generator, ich sage einfach mal so, der Mutagen-Generator Mutagene, absorbieren elektromagnetische Energiewellen von Körpern, in diesem Fall von den Körpern der Monster und Bösewicht, die du tötest. Wenn er hinreichend aufgeladen ist, wandelt er die Energie in ein großes Mutagenum, für das du zweifellos gute Verwendung haben wirst. Leider bin ich Amateur, daher musst du mir vergehen, dass sich der Betrieb des Apparats erst steuern lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass sich die Farben meistens abwechseln. Gewiss findest du mein Geschenk nützlich. Dein ergebener Freund Emil, Regis, Ruhelek, Tersiev, Godfrey. Ja, Entschuldigung noch dafür, ich habe sicher den Namen falsch ausgesprochen. Aber das ist ja eines meiner bekannten Schwächen. PS, du magst ja fragen, warum ich den Mutagen-Generator bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu überreichen. Nun, das teilt dich aus Bescheidenheit, ob du es glaubst oder nicht. Alles Gute, Geralt, möge mein Geschenk dir nützen. Der Mutagenerator, wir haben ihn! Und ich meine, umwandeln können wir selber, hä? Wir haben hier ja irgendwie alchemiemäßige Zutaten, um die selber umwandeln zu können von rot zu grün und umgekehrt. Können wir eigentlich alles machen und daher steht unserem, obwohl eher unseren Power-Ups nichts mehr im Wege. Ich meine, wir sehen es auch hier, ich habe noch 9 verfügbare Punkte, die natürlich hier noch irgendwie einsetzen kann, sei es, wo ist die Frage, wa? Das denke ich, hätte ich eigentlich alle schon gemacht. Ein magischer Einziger hat ein Hexerschwert gezogen, also dort 20% des Schwertschadens, ja, leck mich am Arsch. Das ist natürlich dann episch. Weiter geht's trotzdem nicht, weil mir natürlich noch ein paar Punkte fehlen, ja, ist klar. Gut. Sag dir mal das hier. Blub, 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 blub. Und hat damit Rot und Blau kombiniert. Und damit können wir natürlich jetzt hier wieder die roten Fähigkeiten aktivieren, die noch irgendwie fehlen, welche es auch immer sein sollten, wo ich das Gefühl habe, jo, das wäre trotzdem noch nützlich. 100%. Wäre natürlich noch praktisch, als Beispiel. Jo, man sieht also, man könnte noch sehr, sehr vieles tun. Aber für mich, Freunde, ist es in diesem Sinne getan und ich bin überglücklich an dieser Stelle, das Let's Play doch noch ja, ohne großartige Worte vor allem beenden zu können. Ne, ich wollte noch irgendetwas epischeres sagen, mir fällt gar nichts mehr ein. Hier liegt sie, unsere geliebte Triss, zumindest in diesem Playthrough-Durchgang, wie auch immer. Ja, Geralt? Eigentlich nichts mehr. Kann ich dich einen Augenblick alleine? Aber nur einen Moment. Keine Sorge, wir kommen gleich wieder und ihr könnt Osquin die Ewigkeit gemeinsam verbringen. Liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen von diesen drei Let's Plays, wenn man so will. Wild Hunt, Hearts of Stone und Blut and Wine. Das Witcher 3 Abenteuer ist damit beendet und tja, was noch fehlen würde, sei es eben mit Gwent oder seien es irgendwelche sonstige Zusammenhänge mit der Story, mit Charakteren, die noch nicht zeigen konnte, wie zum Beispiel auch Lieder von Guleta als Beispiel. Das und vieles mehr kommt da wiederum in der Playlist von The Witcher 3 New Game Plus. Ansonsten würde ich mal sagen, ist es mal fürs Erste gewesen hier mit The Witcher. Generell, wie bereits angedeutet, würde ich gerne noch Witcher 1 und Witcher 2 spielen und Let's Playen. Wann die kommen, keine Ahnung, vielleicht nächste Woche, vielleicht wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber freuen wir schon mal sehr darauf. Und natürlich auch, falls irgendwann mal kommen sollte, auf ein Witcher 4 oder sonst irgendetwas, was, ja, ein episch älteres Abenteuer bedeuten könnte. In diesem Sinne nochmal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Michael sagt, ciao zusammen!